de estar. ¿Ok? So, also meine Eindrücke von Pakistan sind eigentlich größtenteils positiv. Die Kollege von Daniel schon gesagt hat, es hat eigentlich von Anfang bis Ende alles gut funktioniert. Mit der Abholung, das war sehr gut. Über den Transfer nach Gilgit und Skardu und später noch weiter nach Escolet. Es hat auch alles sehr gut geklappt, sehr abenteuerliche Fahrt. Ich kann nur empfehlen, wer da ein bisschen auf Abenteuersuche ist, der wird keine Freude dran haben. Und der Track an sich ist, muss man sagen, teilweise auch ganz schön anstrengend, aber sehr schön. Das geht los mit zwei relativ einfachen Tagen. Und dann, wenn es auf die Gletscher geht, dann wird es halt auch ein bisschen anstrengender. Und unser Guide, den wir mit hatten, Muhammad Ali, nicht zu verwechseln mit einem großen Boxer. Er hat uns dann eigentlich sehr gut über die Berge geführt. Hat noch als kleines Extra-Bonbon dann mit uns eine Tour zum Broadweek und zum Fast-Five-Base-Camp unternommen. Das wir glücklicherweise auch bei gutem Wetter erledigt hatten. War sehr schön. Und hat auch, wenn bei dem einen oder anderen ein bisschen geklemmt hat, dann mit unter die Arme gegriffen, beim Rucksack getragen oder sich um fremde Hilfe noch gekümmert. Also, großes Ganze muss ich sagen, sehr zuverlässiger Mann, den wir da hatten. Und, naja, dann haben wir uns über den Berg halt gequält und auf der Rückreise, das einzige kleine Manko, sagen wir, die kleine Agentur, die wir dann auf dem Bus hatten. Das war die Part-2-Truppe. Die sollte man vielleicht nicht unbedingt empfehlen, wer dort mal auf Reisen gehen sollte. Man sollte mit Metzger fahren, das ist eine bessere Flussagentur. Aber das war eigentlich ein kleiner Mango. Ansonsten war die Sache eigentlich von Anfang bis Ende. Wie gesagt, wer Lust hat, auf Pakistan Angst brauchen nicht haben. Da ist hier sehr viel Polizeipräsenz. Und da haben wir eigentlich nichts Gegenseitiges irgendwie gemerkt, dass da mit Taliban oder ähnlichen Dingen dort irgendwelche Dinge auf uns zugekommen sind. Das war alles aus unserer Sicht sehr sicher. In diesem Sinne, wer Lust hat, soll ja kommen.